Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute habe ich mir ein Replay vom T110i4 rausgesucht, denn den Panzer, den sehen wir wirklich nicht so häufig. Und da dachten wir, ja, warum denn das mal nicht zeigen, denn die Beschreibung liest sich auch ganz nett, nämlich, dass die beiden hier im Zug ordentlich Damage klotzen. Dachte mir, oh, warum denn dann mal nicht zeigen. In dem Fall der Sonic 34 mit dem Joe 0505 auf der Karte Heiliges Tal. Der E4 selbstverständlich ein TD, wobei vom Layout oder gefühlt könnte er auch irgendwie ein Heavy sein. Der Turm ist bis zur Hälfte drehbar, also man kann den Turm um 180 Grad drehen, also von Seite zu Seite so gesehen. Nur nach hinten, da könnt ihr ihn dann ein bisschen überrumpeln, wenn er gegen ihn fährt, weil da kriegt er den Turm nicht hin, da muss er dann selbstverständlich die Wanne hindrehen. Ja, bevor der erste hier aufgeht, da liegt er nämlich schon auf der Lauer, kann man mal sagen, 295 Durchschlag mit 750 Schaden. Und da, man hat gesehen, da war das jetzt schon Low Roll mit 645. Premium hat dann 375 Durchschlag. Also da kommt ihr dann wirklich durch alles durch. APCR auch natürlich 750 Damage. So, jetzt wird er hier auf das Rohr der Grille gut schießen können, aber das ist es auch schon. Wenigstens kann er sich so ein bisschen die Silhouette ansehen und sehen, okay, vielleicht dreht er ja in die Richtung oder fahrt vor, aber hat nicht so ausgesehen. So, und jetzt, da will er die Grille unbedingt haben, aber die ist da schneller weg, als ihm lieb ist. Und er geht auf, muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass ihn hier keiner beschießt, wobei schon mal gut und wichtig für ihn in dem Fall. Keine gegnerische Art hier am Start. So, das Objekt 140 ist da entspannt durchgefahren, kommt aber jetzt nochmal zurück. Und dem lässt er da ein bisschen viel Leben. Jetzt aber den TVP und da. Da hat er aber mal den TVP ordentlich 1241. Da hat er die richtige Granatenwahl in dem Augenblick gehabt. Denn die war eigentlich wahrscheinlich für die Grille bestimmt. Aber in dem Fall hat es auch gut für den TVP funktioniert. Und da sieht man mal, Granatenwahl zum richtigen Zeitpunkt kann durchaus den Unterschied machen. Denn der 1200er Schuss ist natürlich ein Riesenunterschied zum 620er auf den 121er eben gerade. So, Badget hat ihn da ziemlich wahrscheinlich aufgemacht. Aber das interessiert ihn gerade nicht so wirklich. Der hat jetzt mal noch schön einen auf den T62A gegeben und der hat sich da so ein bisschen festgefahren. Dementsprechend sollte er gleich nochmal einen draufballern können. Da muss er nur noch warten, bis er da nachgeladen hat und einfach dahin blind, wo er gerade hinzielt, und es sollte passen. Und genauso ist es auch. Und dann ist nämlich auch da der T62A weg. Der E4 hat natürlich, wie viele Amerikaner, einen sehr geilen Turm. Also da nicht unbedingt immer draufholzen, wobei an der Kommandantenkuppel kann man schon auch mal Damage gut anbringen. Aber zumindest, wenn sie es vermeiden, lässt sowieso nicht frontal anfahren. Weil ihr seht, da kann er den Damage drücken. Sobald ihr mal hinter ihm seid, dann ist das Thema einfach. Da kann er, außer euch vielleicht ein bisschen zusammenquetschen, nichts mehr wirklich machen. Da hat er ein bisschen schnell auf die Badget geschossen. Weil die Sekunde hätte er den Panzer ruhig noch geben dürfen, um da genau einzuzielen. Aber klar, ab und an will man einfach mal schnell den Schuss rausbringen. Und da sicher sein, dass er in Anführungszeichen auch ankommt. Nur in dem Fall hat es halt leider ausnahmsweise mal nicht geklappt. So, jetzt hier der TVP. Ah, da hat er Glück gehabt, der TVP. Weil der hätte auch bestimmt nochmal ordentlich gewumst, auch wenn es jetzt kein HE war. Aber trotzdem hätte der mal richtig Schaden an den Mann oder vielleicht sogar an die Panzerfahrerin gebracht. Man weiß es ja nicht. So, 8-9 steht es für den Gegner. Also von dem her ist die Runde hier aber noch sowas von offen. So,
So, da kommt der TVP wieder an. Und hier hat er den ordentlich erwischt. Aber wir haben gesehen, das war mal wirklich verhältnismäßig sehr wenig Schaden. Aber wenn man auch halt mit der Munition nicht richtig trifft, dann kann halt auch das mal passieren. So, jetzt jagt er den TVP aber. Und hier jetzt 785. Und hätte er die schon vorher gewählt, dann wäre er ja jetzt nicht in der Problematik, dass er jetzt hier noch mit dem TVP sich anlegen muss. Aber der TVP, den konnte er da beseitigen. Allerdings die Grille, die hat ihm hier ordentlich einen gegeben. 802er Hit. 11-11 steht's. 5600 Schaden. Plus den Schaden, den er ja auf den T-62A gemacht hat. Und jetzt da hinten der T-57 Heavy noch. Aber der ist hinterhalb der Häuser. Da kommt er gar nicht drauf. Und wir sehen ja aus seiner Basis, da war zuletzt noch die Badget und der 121er gespottet. Dementsprechend ist es da immer noch möglich, dass auf einmal plötzlich überrascht wird. Ja, hier der 121er, aber der überrascht ihn nicht wirklich, denn der kommt von der Seite. Unangenehm wäre jetzt die Badget, aber er denkt sich, ach, weißt du was? Was soll ich denn mit dem 121er? Ist mir doch egal. So, und jetzt hat er da einmal zu viel geguckt, der T-57 Heavy. Und dann konnte er den auch wegmachen. Der Roll hat auch gepasst mit 689, den hat er gebraucht. Weil wir hatten ja schon geringere Rolls gesehen. Und jetzt ist es ein 2 gegen 2. Der Kranfagen, der scheint aber sich zu denken, Alter, ich habe 2000 Hitpoints. Ich fahre in den Cap. Das reicht schon. Auf der anderen Seite mit dem Kranfagen würde ich jetzt auch nicht unbedingt die Badget jagen wollen. So, jetzt ist er offen, da der 121er wieder da. Damit Auto-Aim hat er es jetzt probiert. In dem Fall hat er aber mal gar nichts gebracht. So, und jetzt will er drauffahren, jetzt will er sich den Kill definitiv sichern. Und da prallt er noch ab, da hat man schon gesehen, er war eigentlich kurz schon am Abdrehen. Weil er dachte, alles klar, Free Kill. Und plötzlich über... lebt der 121er, das ist noch auf mysteriöse Art und Weise, kann man fast sagen. So, und jetzt aber seitlich, da wollte der 121er schnell noch ins Heck schlüpfen, aber da hat er es nicht zugelassen, dachte sich, nee, dich nehme ich so raus, wie sie es gehört. Und jetzt gibt es nur noch die Badget und dann ist das Thema hier auch schon durch. Aber die erst auch mal bekommen. Weil auch da, muss man sagen, muss man erstmal hinkommen. So, die Badger ist da hinten. Hinter dieser kleinen Mauer. Da könnt ihr jetzt einfach mal draufhalten. Ja, aber der ging trotzdem leider daneben. Hat aber noch genug Zeit. Er hat auch noch unfassbar viele Hitpoints. Und der Kranwagen, der capped. Also von dem her... hat hier die Badget ganzen Zugzwang und die Badget ist nur ganz nicht so ganz schlüssig, wohin sie fahren soll. Dreht sich da eher wie so ein Maikäfer und damit ist aber auch die Runde beendet, nämlich mit 7475 Damage und sein Mate hat auch einiges gemacht, werdet ihr in der Endauswertung sehen. Somit waren es 14.000 Damage im Zug und ich glaube, das kann man lassen und auch mal den Panzer zu sehen, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo da. Kommentiert das Video sehr gerne. Ich freue mich bis zum nächsten Replay. Euer Alcaramba.